Wir kommen zu einem anderen Bürgermeister. Da sind ja sehr viele Bürgermeister im Kärntner Landtag vertreten. Und man sieht auch schon bei dieser Übergabe, auch wenn es über die Parteigrenzen hinweg natürlich oft Diskussionen gibt, es ist ein freundschaftliches Klima auch hier im Kärntner Landtag. Ich begrüße jetzt bei mir den Bürgermeister von Mühldorf und den neuen Clubobmann, muss man sagen, im Kärntner Landtag der Freiheitlichen. Herrn Angerer, schönen Vormittag und Gratulation sozusagen zur Wahl zur Angelobung hier als Abgeordneter im Kärntner Landtag. Sie waren ja im Nationalrat bislang. Der Wechsel von Wien nach Kärnten, ist Ihnen schwer gefallen? Ja, zuerst einmal danke. Danke, Herr Bicher, für die Einladung. Danke für die Gratulation. Sie haben es mir ja abgerungen, schon im Sommergespräch letztes Jahr, dass ich nach Kärnten wechseln darf. Ich bin gerne nach Kärnten gekommen. Ich war immer in Kärnten. Ich bin in Kärnten und ich freue mich schon auf die Arbeit im Landtag. Die FPÖ sozusagen in der Oppositionsrolle, das ist ja mittlerweile gewohnt, nicht in der Koalition, nachdem es ja eine SPÖ-ÖVP-Koalition in Kärnten weiterhin geben wird. Wie wird denn die FPÖ jetzt die weitere Arbeit, die Oppositionsarbeit anlegen? Wird es eine harte Oppositionsarbeit sein oder wird es auch eine Arbeit sein, wo man sagt, wir müssen im Land trotz unterschiedlicher Aspekte hin und wieder zusammenhalten? Also es wird die Rolle der Opposition sein, ganz klar. Und das habe ich auch in Wien gelernt, wie man Opposition macht. Also die Kärntner Landesregierung kann sich darauf gefasst machen, dass es eine harte Opposition sein wird. Ich war aber auch in Regierungsverantwortung in Wien im Parlament. Und es gibt natürlich auch, dass man im Land und gerade in Kärnten ist es notwendig, dass es weitergeht. Also wir werden natürlich auch konstruktive Vorschläge einbringen. Aber primär wird jetzt unsere Aufgabe sein, die Regierung zu fordern und auch zu schauen, dass in Kärnten was weitergeht. Sie haben sich ja vor der Wahl ja auch angeboten als Koalition. Sind Sie jetzt enttäuscht oder war das keine Überraschung, dass Sie es jetzt nicht geworden sind? Nein, für mich war das keine Überraschung. Also für mich war ganz klar und das hat sich auch gezeigt danach, dass die Ankündigungen mit uns zwei ein Gespräch zu führen, ich habe es ja auch immer so gesagt vorher von Landeshauptmann Peter Kaiser, Gespräch führen ja, aber ernsthaft über eine Koalition reden nein. Ich glaube, Peter Kaiser würde mit uns nie eine Koalition machen und das hat sich bewahrheitet. Sie haben es also erst gar nicht versucht mit den anderen beiden Parteien, mit der ÖVP, mit dem Team Kärnten sozusagen, irgendwo vielleicht einen Konsens zu finden oder ist man von vornherein ausgegangen, das kann sich nicht ausgehen? Na, ich glaube, das war ganz korrekt von uns, das habe ich auch vorher immer gesagt, das wäre nicht korrekt gewesen, hier Parallelverhandlungen zu führen mit der ÖVP, die das vielleicht gewollt hätte. Das ist nicht mein Zugang. Ich habe immer gesagt, der Stärkste hat einmal das Anrecht, die Verhandlungen zu führen. Wenn eine Koalition zustande kommt, dann wird auch der Landeshauptmann sein. So ist es auch passiert. Wäre diese Verhandlung zwischen ÖVP und SPÖ gescheitert, dann hätte es andere Konstellationen geben müssen oder können. Und da wären wir sofort bereit gewesen, auch Verantwortung, auch mehr Verantwortung zu übernehmen und in eine Regierung zu gehen. Die FPÖ stellt ja auch den zweiten Landtagspräsidenten mit Christoph Staudacher. Warum ist die Wahl auf ihn gefallen? Weil der Christoph Staudacher erstens einmal ein wirklich Top-Parlamentarier ist hier im Landtag. Er hat die letzten Jahre bewiesen, wie gut er Politik machen kann, wie stark er seine Region vertritt. Und er hat ein tolles Ergebnis im Wahlkreis, in unserem Wahlkreis West und speziell im Bezirk Spital erhalten. Und deshalb ist es auch eine gewisse Belobigung für Christoph, dass er hier dieses Amt übernimmt. Und ich freue mich für ihn sehr, dass er heute eine so große Unterstützung auch bekommen hat mit 17 Stimmen. Wenn man die Fraktion der FPÖ im Kärntner Landtag anschaut, fällt eines auf, es ist keine Frau dabei. Ist das ein Manko? Es ist ein Manko. Warum findet man keine Frau? Das stimmt nicht, Herr Bicher. Sie wissen, die Mannschaft besteht auch aus den Bundesräten und im Bundesrat haben wir 100% Frauenanteil. Also ja. Die Frau Theuermann sitzt im Bundesrat, 100% FPÖ-Frauen im Bundesrat von Kärnten aus. Aber wir reden hier von den Abgeordneten im Landtag, da gibt es keine Frau. Findet sich keine? Na, das stimmt nicht, aber die Listen sind vor der Wahl von den Bezirken und dann von den Wahlkreisen erstellt worden. Das Wahlergebnis hat ergeben, dass keine Frau drinnen ist. Ich hätte mich gefreut, wenn mehr Frauen bei uns drinnen sind. Wir sind aber keine Quotenpartei, aber in der Zukunft werde ich darauf achten, dass wir mal da vielleicht etwas mehr Frauen auch bei uns in die Mandatsfunktion bringen. Wie soll Ihnen das gelingen? Indem, dass man Frauen mehr in den Vordergrund bringt. Wie gesagt, die Isabella Theuermann ist jetzt die erste für uns im Bundesrat, die uns im Bundesrat vertreten wird. Soweit ich weiß, die erste Frau von uns Freiheitlichen im Bundesrat, zumindest in der letzten Zeit. Und es wird wieder Wahlen geben bei der Nationalratswahl, die ja ansteht als nächste, oder bei der EU-Wahl gibt es die Möglichkeit, dass wir Frauen in Position bringen können. Bei der Landtagswahl hat man die neuen Mandate halten können. Man hat sich ein bisschen mehr erwartet, zumindest mindestens ein Mandat dazu zu gewinnen. Ein leichter prozentueller Zugewinn war es ja. Ist es ein bisschen enttäuschend gewesen aus Ihrer Sicht?
Nein, das war überhaupt nicht enttäuschend. Wir sind ja ein Jahr vorher bei 15% gestartet, als ich die Partei übernommen habe. Die Umfragen der kleinen Zeitung haben uns 15% gegeben. Am Schluss sind es 24,5 geworden. Wir haben das 10. Mandat leider, das ist ein bisschen ein Wermutstropfen, knapp verfehlt. Wir haben aber dazu gewonnen, im Gegensatz zur Regierungspartei SPÖ, die massiv verloren hat. Da sitzen aber noch immer die gleichen Personen drinnen und bekleiden die Regierungsämter. Wo wird denn die FPÖ die Schwerpunkte jetzt setzen? Gleich einmal im, sagen wir, im ersten Jahr dieser neuen Periode, 33. Gesetzgebungsperiode? Einige Schwerpunkte hat der Christoph Stauder, weil ich es vorher gehört habe, schon angesprochen, ist der Gesundheitsbereich, der Pflegebereich. Da liegt vieles im Argen. Diese Regierung macht so weiter wie bisher. Also es wird nichts passieren in Kärnten. Es ist auch die gleiche Mannschaft da, die gleichen Gesichter. Also es wird wieder Stillstand herrschen. Also wir werden in allen Bereichen dieser Regierung weiterhelfen, sage ich jetzt einmal, und sie unterstützen, dass wirklich was passiert in diesem Land. Und es fehlt mir auch das Unrechtsbewusstsein. Also man hat das Thema Corona komplett ausgeblendet. Wenn der Herr Landeshauptmann heute sagt, das Einzige ist, es war vielleicht ein Fehler, die Impfpflicht einzuführen, dann frage ich mich, ist das alles? Also ich hätte mir erwartet, dass sich diese Regierung einmal dafür entschuldigt, was sie den Menschen angetan hat mit der Einschränkung der Grund- und Freiheitsrechte. Und dass man sich ein Beispiel genommen hätte an Niederösterreich und einen Corona-Hilfsfonds eingebracht hätte oder zumindest vorgesehen hätte, und den werden wir auch fordern. Ich merke schon, es wird ein härterer Kurs werden, so jetzt in den ersten Ansagen seitens der FPÖ für die kommende Gesetzgebungsperiode. Bei der Opposition ist ja die FPÖ nicht alleine, sondern auch mit dem Team Kärnten. Wird es da sozusagen eine Achse geben mit dem Team Kärnten in der Oppositionsrolle? Ja, gerne, wenn das Team Kärnten auf gleichen Interessen wie uns, wie wir das tun werden, setzt, werden wir gerne zusammenarbeiten. Selbstverständlich ist es die Aufgabe der Opposition, und ich glaube, das ist in den letzten 5 Jahren vielleicht noch nicht so richtig gelebt worden hier drinnen. Es braucht ein bisschen mehr Demokratie. Da werden wir heute auch noch etwas mehr Demokratie in den Landtag bringen. Da wird es noch etwas geben heute. Und es braucht auch mehr Bewusstsein, dass wir eine andere Rolle haben, dass wir nicht mehr in einer Proporzregierung sind, dass wir alle gemeinsam in der Landesregierung vertreten sind, sondern es gibt eine klare Trennung zwischen Opposition und Regierung. Das haben ja heute auch die anderen Präsidenten Scherwitzl und Rohr auch so angesprochen. Was wird die Überraschung sein? Ganz genau, wir können es jetzt schon sagen, weil die Sitzung läuft ja nicht mehr allzu lange. Ja, Sie werden es dann gleich sehen. Gut, dann sind wir gespannt. Danke vielmals für dieses Gespräch, Herr Angerer, und alles Gute für Ihre Arbeit hier im Kärntner Landtag und nicht mehr im Nationalrat. Alles Gute. Dankeschön, danke vielmals, FPÖ-Chef Erwin Angerer. Und wir warten jetzt dann noch auf den Chef, Clubchef und auch Parteichef vom Team Kärnten, der gerade dabei ist, seine Stimme abzugeben für die Bundesratswahl. Und daher ganz kurz unser Blick nochmals zum Christoph Klantschnik.